Verständlicherweise weigerte er sich auch, über seine Opfer zu sprechen. Sowohl kategorisch als auch spezifisch. Als ich ihm Bilder der Frauen zeigte, weigerte er sich zuzugeben, dass sie tot oder verstümmelt seien. Er behauptete, Fortschritte im morphogenetischen Antriebsprogramm gemacht zu haben, die er bisher nicht erreicht hatte. Er sagte, er könne deutlich die Stimme des Warrider hören, wenn er nur die Augen schließen würde. Er versuchte ganz offensichtlich immer noch, seinen Ärzten zu schmeicheln. Ich werde nicht spekulieren, was er sich davon verspricht. So, und wir haben schon wieder überzogen, sehe ich. Deswegen habe ich wieder den Cut wahrscheinlich jetzt so gemacht, wie es gepasst hat. Wir spielen einfach mal ohne An- und Abmoderation einfach weiter. Ja, endlich mal eine Batterie. Das laden wir noch nicht nach. Das Humpeln, ne? Nicht gerade förderlich, um hier zu fliehen. Fahrstuhlfach, da hinten ist Exit. Da ist es sehr dunkel. Na gut, ich lade doch mal nach. In irgendeinem Versammlungsraum. Oh, wie er sich zieht, ne? Arm Typ, ey. Wenn das mal nicht die Hölle auf Erden ist. Diese Tür ist ein Schlüssel notwendig. Eine schöne Scheiße. Was sollen wir denn überhaupt? Emergency Evacuation. You are here. Mhm. Ja, ich weiß es doch. Was hier nochmal erschreckt. Eine Batterie nehmen wir mit. Liebend gern. Da geht's offensichtlich rein. Scheiße, was ist das? Es diente mal als Turnhalle, so wie es aussah. Küche. Da oben ist ein Schacht. Mein Kumpel. Alter Verwalter. Ach guck mal, das sind Frauen. Also sprich, sind wir immer noch im Territorium von Herrn Glaskin unterwegs. Das ist so schön. Notizen. Blaubarts Frauen. Körper hängen von der Decke wie nasse Wäsche, wie gehäutete Hasen. Verstümmelte Männer gejagt und ermordet. Die kürzeste Distanz zwischen zwei Patienten teilt Gewalt von verdorbener Lust. Welche Geschichten er sich auch immer wieder erzählt, er schafft keine Frauen, um ihm Kinder zu gebären, er schafft Frauen, um sie umzubringen. Lisa, ich will diesen Ort mit allen beweisen, dass er je existierte, bis auf die Grundmauern abbrennen, die Murkoff Corporation vernichten, ihn in Schande begraben, ihnen das Geld wegnehmen, sie aus der Geschichte löschen. Dieser Mann glaubt, er sei verliebt. Er ist überzeugt, die Therapie habe ihm geholfen. Es stinkt alles nach Tod und Angst, Pisse und kupferndem Blut, Fleisch, das zu Aas wird. Ich habe gar keinen Bock, jetzt hier runterzugehen. Wieso sollte ein Mann jetzt hier runterspringen? Weil das Spiel es so vorsieht. Komm, der kommt doch gleich wieder. Ich sehe es doch kommen. Vielleicht noch irgendwo was zum Mitnehmen. Das mit Oculus Rift, ey. Gott, oh Gott.
Also da kriegst du es wirklich mit dem Kopf. Wenn du da nicht bekloppt wirst, weiß ich auch nicht. Alter. Stolpern ja nicht so rum. Ja, es war offensichtlich mal eine Turnhalle. Und dient jetzt hier doch einem anderen Nutzen. Oder? Nein. Oh, ich habe also aus dem Spiel geklickt. Da war er doch, oder? Ach, ich klick down aus dem Bildschirm, sorry. Nur ganz kurz, dass ich ein bisschen wieder in der Mitte bin. Scheiße, wo lang? Hier lang oder da lang? So viele Wege, bin ich gar nicht gewohnt von dem Spiel. So, Batterie ist mal wieder leer. Ich hoffe, dass ich hier vielleicht noch eine finde. Scheint auf jeden Fall weiter hinten zu sein, der Typ. Natürlich ist nirgendwo eine scheiß Batterie, ne? Das ist zum Kotzen. Ach, siehste. Ah, das ist der Raum, den wir von hier gesehen haben. Ach, guck mal, da steht die Braut bereit. Alter Schatten, ne? Wie er humpelt. Und sie hält den Schlüssel. Hm. Könnten wir dann rein. Ich will bloß erstmal die Lage checken, weil 100 pro kommt der Typ wieder, wenn ich den Schlüssel hier nehme. Alter Finne! Vor allem, was steht da da am Karattenkopf? Die Tür hat er jetzt aber schnell aufgehabt. Scheiße. Scheiße. Verstecken. Irgendwo verstecken. Duck dich, Alter. Duck dich doch bitte. Ich will es gar nicht sehen, das Elend. Darling, that shall be ridiculous. Come out. So, weg. Ach, und immer so leuchtende Augen. Oh ja, natürlich kommt er jetzt hier hinter. Bastard. Er sieht uns noch nicht. Gab es da sonst keinen Ausweg, ne? Aus dem Raum? Nee. Will mich verarschen? Ja, komm, ey. Ja, natürlich kommen wir jetzt hier nicht lang. Er springt da drüber, um kurz darauf wieder zurückzuspringen. Na klar.